Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Wir befinden uns momentan mal wieder, wie auch in den letzten paar Folgen, wieder in Krähenfels. Denn wir haben in der letzten Folge die Mumen kennengelernt, beziehungsweise vorletzte Folge die Mumen kennengelernt und in der letzten Folge haben wir uns wieder zurückbegeben auf der Suche nach... nein, nicht auf der Suche, sondern um den Baron zu berichten, was mit seiner Frau passiert ist. Wie kann ich helfen? Und er hat uns darauf dann hin gebeten, ich würde mir gerne dein Angebot ansehen, ihm zu helfen, seine Frau wieder zurückzubringen. Wo wir gesagt haben, können wir gerne machen, nur wir wissen nicht ganz, ob das so funktionieren wird, wie wir denken, dass es das wird. Deswegen begeben wir uns gleich nach Niederwirr, wo der Baron schon wartet. Hoppala, heilige Scheiße. Verzeihung. Oh. Alter, mein Kopf. Wo der Baron schon warten wird. Schon wartet und... Oh, Alter. 315 Gold. Mit Diamantstaub. Ich glaube, wir brauchen es momentan eh nicht. Von daher, gerne doch. Genau. Da begeben wir uns gleich hin. Ich will nur kurz mein Schwert reparieren lassen. Jetzt, wo wir die Kohle dafür haben, machen wir das auch gleich. Rüstung geht noch einigermaßen aus. Wir haben selber Reparatursets dabei. Danke. Leb wohl. So. Einige werden sich jetzt wahrscheinlich mit dem Kopf über den Füßen zusammenschlagen. Ah, wie kannst du nur das ganze Diamantstaub verkaufen? Aber wir brauchen es momentan nicht, weil wir noch nicht wirklich irgendwas craften. Also, noch nicht. Ich hoffe mal, dass wir es auch nicht in näherer Zukunft brauchen. Ich meine, wir finden es ja einigermaßen oft überall. Von daher, wir haben ja schon 5 gehabt, also. Das ist gar nicht mal so scheiße. Plus noch, es gibt ein anderes ziemlich cooles Feature. Das ich aber noch nicht nutzen kann, weil und zwar geht es ums Geld umtauschen, weil wir haben ja die Krone, das ist die hierige Währung. Wir haben aber auch noch Ohren, kann bei der Vivaldi Bank in Novigrad gegen Kronen eingetauscht werden, und Floren kann bei der Vivaldi Bank in Novigrad gegen Kronen eingetauscht werden. Das ist der andere Weg, wie man einen Haufen Kohle machen kann. Was ist hier passiert? Ein verdammter Rachefeldzug? Eine Schönheit? Von wem zum Teufel redest du? Nein! Eine gewaltige Stute. Ein Monster von einem Pferd. Alle sind durchgedreht, übereinander hergefallen. Haben alle getötet. Nachbarn, Kinder. Der Geist des Waldes. Er rächt sich an denen, die seinen Niedergang wollten. Treibt sie in den Wahnsinn. Geralt, gut, dass du da bist. Ich kann ihr Geträller nicht enträtseln. Ich sollte sie die Peitsche kosten lassen, sie auf Kurs bringen. Herr, das haben sie auch gesagt. Über die Stute, meine ich. Dass sie der dunkle Geist des Waldes ist. Wer hat das behauptet? Die Hexenjäger. Sie sind hier durchgekommen, wollten zum Dorf im Sumpf. Das Mädchen, das nach seiner Mutter gefragt hat, ist mit ihm geritten. Nein. Mädchen? Wir müssen da sofort hin, Geralt. Aber... Einverstanden. Nur Stracks. Ich hole meine Männer. Wir müssen den Sumpf durchqueren und diese verfluchten Mumen erledigen. Aber hallo. Ja, diese verseuchte Luft lässt den Bauern das Hirn verfaulen. Mumen, Scheiße. Was werden sich diese Landeier als nächstes ausdenken? Die Mumen gibt es wirklich. Das wirst du schon bald merken. Ja, verrückte alte Weiber, die Kleingehacktes aus den Gedanken der Bauern machen. Vermutlich hat Anna großherzig zugestimmt, bei ihnen zu bleiben. Hatte schon immer ein gutes Herz. Mhm. Wisst ihr, wie das ein bisschen aussieht?
wie so eine Armeekolonne. Weißt du? Wir gehen heute jetzt nach Haus und dann gebe ich einen aus. Was denn? Achso. Jetzt kommt. Wackelt mal ein bisschen schneller, Kollegen. Oh, ertrunken. Level 9. Makufatz. Okay, Igni, weil Igni gut. Igni Bam. Igni Bam, Alter. Ui, ich bin froh, dass Friendly Fire nicht an ist, Alter. Wäre ja richtig schön. Komm. Batz, Junge. Der Hurensohn. In den Arsch gestochen. So. Der war doch die ganze Zeit im Schloss. Wir haben doch gar keinen Grund, uns hier herumzutreiben. Doch, Hammer. Und auf. Mach dir. Was wir da unten noch alles finden. Hör ich da Angst? Aus deinem Mund, Bullenberti? Was? Ich? Angst? Du träumst wohl. Schon gut, Jungs. Gehen wir weiter. Hopp, hopp. Zeig diesen Monstern, wer hier das Sagen hat. Na dann. Aber das... wir Monster, also ertrunkenen Hirne für recht gutes Geld verkaufen können, ist echt nicht schlecht. Oh, ein Wasservibe. Oh nein, Morkop. Also, Moderhaut. Ey! Wir müssen ganz schnell weg. Und weg, 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 weg! Leute! Das macht ja keinen Sinn. Ihr habt Stahlschwerter. So, ihr macht überhaupt keinen Schaden. So, und jetzt kommt Druck. Und weg. Batz, Alter. Meine Fresse. So. Okay. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich so schnell wie möglich Nekrophagenöl herstellen kann. Ein Sturm, verdammt. Tja, da unterstreicht das ganze Thema hier noch einmal. auf jeden Fall muss ich ganz dringend schnell Nekrophagenöl herstellen. Dass ich diesen ganzen Scheiß... Oh, warte, yo, was ist denn hier los? Hexer, warum bist du hier? Erzähl ich dir später. Jetzt räumen wir erstmal auf. Natürlich! Dass ich dann in solchen Momenten auch vernünftig hochknüppeln kann. Batz! So. Heilen. Hexer, hast du deine Meinung geändert? Wie viel hat mein Vater dir gezahlt? Ich denke, du hast nichts zu befürchten. Hast ja deine neuen Freunde mitgebracht. Ich habe keine Angst. Das ewige Feuer beschützt mich. Vor mir muss es dich nicht beschützen. Tamara, liebe Tochter, du bist wieder da. Komm, verweigere mir diese Umarmung nicht. Bleib weg von mir. Ich bin wegen Mutter hier. Im Gegensatz zu dir werde ich sie nicht hier verrotten lassen. Was zum Teufel glaubst du, was ich hier mache? Ich bringe sie nach Hause. Oh, das lässt du schön bleiben. Du wirst sie nicht anrühren, niemals. Das lass ich nicht zu. Ich verstehe, dass du zornig bist. Ich war nicht der beste Vater und Ehemann, ich weiß. Ich habe mich aber geändert. Frag die anderen. Geralt, los, sag's ihr. Ah.
Das stimmt schon. Also sagen wir mal so, ja, er bereut es. Ja, komm. Dein Vater, er sucht seine Frau, deine Mutter. Wirklich. Zahlt er dir viel, damit du sein Ja-Sager bist? Wahrlich, ich sage euch, Zorn und Mutwillen führen zu nichts als dem eigenen Niedergang. Wer in drei Teufelsnamen ist das? Und wer fragt die Soro? Das ist mein Kommandant. Was ein betrunkenes Schwein freilich nichts angeht. Tamara, du stehst jetzt auf deren Seite? Willst du, dass sie deinen eigenen Vater foltern und aufknüpfen? Du bist nicht mein Vater. Es schert mich einen Dreck, was aus dir wird. Ich erinnere daran, dass wir hier eine Aufgabe haben. Hexer, wirst du uns helfen? Ich wäre nicht hier, wenn ich das nicht wollte. Ich habe 5 Männer verloren. Und ich weiß nicht, was uns an diesem verfluchten Ort noch alles erwartet. Die Zeit drängt. Die Mumen können jeden Augenblick zurückkommen. Ha! Woher willst du wissen, dass sie nicht schon längst hier sind? Weil wir noch leben. Durchsuch das Dorf! Nicht. Hier drüben! Mutter? Ist sie's wirklich? Nein! Unmöglich! Wir müssen etwas tun! Hexer! Da kommt etwas. Passt auf. Oh oh. Was war das? Wölfe? Vielleicht? Nein. Klang nicht nach Wölfen. Waren auch keine. Macht euch bereit. Du stinkst nach Angst. Das verdirbt dir Geschmack. Ein paar Trunken, das ist gar nichts. Absolut gar nichts. Diese Muskeln, diese das Fett. Ach, das ist viel Größeres als nur das. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Und da kommt es. Ein Unhold. Eine riesige Bestie. Mit unvorstellbarer Kraft. Diese Muskeln, die Wunden.
Verdammt. Wir schützen dich am Himmel. Aus dem machen wir eine leckere Brühe. Ah. Verdammt. Diese Muskeln, die Sehnen, das Fett. Kuss. Ich kann ihn ganz knapp noch sehen. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Er sieht auch nichts. Da ist er. Ja. Hinter ihn! Lasst euch nicht zurückhängen! Ich bin dich! Und da war's. Das ist... verfixt. Das ist das Vieh, was ich gemeint hatte. Oh, fuck. Okay, kann ich schnell, eventuell... So, ja. Okay, das funktioniert, das ist gut. Was macht ein Waldkauz? Ausdauerregeneration, Angriffskraft. Dann nehmen wir doch den. So. Dann gucke ich mal ganz, ganz schnell. Okay, das kann ich im Kopf nicht machen. Alles klar. Okay. Dann hauen wir uns einen Tee rein. Und der Stärker. Oh, Junge, geh doch aus dem Weg, du alte... Okay. Okay, und nochmal Öl. Das bringt zwar nicht sehr viel, weil es kein Nekrophage und Öl ist, aber zumindest etwas. Deswegen sage ich, wir müssen unbedingt Nekrophagen und Öl essen. Weil diese Ertrunkenen, das zählt alles unter Nekrophagen. Dann können wir richtig aufräumen. Du stinkst nach Angst. Das verdirbt ihr Geschmack. So schön, wie die anderen einfach nur zum noch daneben stehen. Da ist er wieder. Ich kann nicht speichern. Okay, alles klar. Schnell mal. Hier, Bams. Bams, Bams, Bams. So, dann hauen wir uns einen Tee rein. Fackel das Vieh. Ja, klar. Warum ich das einfach mal kurz schnell umboxen will, ist klar. Na komm. Nein, ach nein, der macht Sinn. Was ist da? Was ist da denn? Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Ruffe kloppt. Oh, scheiße. Oh Mann, Alter. Ich hasse dieses dreckige Drecksviech. Ja, heute wird... In der Folge wird der Todescounter richtig nach oben geschraubt, Alter. Ach, verflixt und zugenäht, das wird richtig ekelhaft. Nee, ich bin schon im Kampf, oder? Mikrophagenöl. Na aber, hallo. Jetzt wird's aber ganz lecker. Guck mal. Okay. Du stinkst nach Angst. Das wird auf dir Geschmack. Oh ja. Oh ja, das funktioniert super. Und das mit Tee kombiniert. Fliegen. Schwarz, Alter. So. Halt dein Maul. Zusammen. Ist so mit 10%, was wir da
an Bonus bekommen, aber 10% ist besser als gar nichts. So. Unhold auf dem Weg. Nee, da oben. Das ist nicht dein Tag. Oh Gott. Oh, Scheiße. Okay. Kann ich Igni nochmal. Okay, dann nicht. Dann gehe ich in den Tag. Klopp mir nochmal ein Nekrophagenöl drauf. Klopp mir nochmal einen Trank rein. Und was zu fressen. Und was zu fressen. Diese Muskeln, diese... Das ist gut. Boden. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Die machen dem halt leider gar keinen Schaden. Das ist leider ein riesen Problem. Ach, ich bin auch doof. Wir nutzen einfach Gwen, das ist einfacher. Damit haben wir immer noch einen extra Schlag frei, der uns vielleicht dann doch das Leben retten könnte. Diese Muskeln, die vor allem wären wir uns heilen. Da läuft das Wasser im Mund zusammen. Ist okay, ist okay, ist okay. Zack, nochmal. Solange sich das Viech nicht heilt, alles vollkommen in Tee. Nochmal richtig aufkloppen. Und nochmal einen heftigen Angriff. Okay, und weg. Gwen. Ich glaube nicht, dass es ein Mikrophage ist, aber das ist gerade. Und egal. Okay. Heilen, Gwen, weg. Und. Okay. Okay, weg. Jetzt sind wir ganz gut. Jetzt sind wir richtig gut dran bestellt. Gwen. Und. Okay, weg, 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 weil das ist zu nah am Rand. Komm her. Put, 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 put. Unold, komm ran jetzt. Ach nein. Du dreckiges Kackviech, Alter. Diese Muskeln, die Sehnen, das Fett. Was? Ach, da ist noch einer. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Ach so. So. Stufe 8. Was war das? Sah wie ein Bies aus. Die Mumen wissen, dass wir hier sind. Sie haben das Monster auf Anna angesetzt. Diese verdammten Hexen! Wann hört das auf? Seht, was sie ihr angetan haben. Sind sie nie zufrieden? Seht sie doch an! Hexer, du musst dich doch mit sowas auskennen. Was ist los mit ihr? Jetzt beruhig dich erstmal. Ganz ruhig. Es bringt nichts rumzuschreien. Beruhige dich. Was sagst du so einfach? Wie denn? Das ist meine Mutter, verstehst du nicht? Er ist auf unserer Seite. Lass ihn nachdenken, Hexer. Weißt du, was mit der Frau los ist? Sie wurde offenbar verflucht. Sie hat sich völlig verändert. Die Mumen müssen sie verflucht haben. Kannst du diesen Fluch brechen? Dazu muss ich wissen, welcher es ist. Sie kann hier nicht allein gelebt haben. Vielleicht ist noch jemand hier, der etwas gesehen hat. Vielleicht Hansi. Wer? Ein Junge. Ein Einsiedler. Er lebt im Sumpf. Kam hier von Zeit zu Zeit vorbei. Vielleicht hat er was gesehen. Wir müssen ihn finden. Er mag keine Fremden. Wartet hier. Ich gehe besser allein. Na dann. Danke, okay, alles klar. So, gut. Ganz schnell speichern. Den Kampf möchte ich nicht noch einmal machen. Oh, Junge! Jetzt pack dein Schwert raus!
Alter, ich verliere gerade komplett die Steuerung. Okay, Punkt 1. Nekrophagenöl. Dann, wenn das mäßig funktioniert. Verdammt, bist du hässlich. So, dann erstmal Igni. Was futtern und. Nein! Alter! Oh, ich bin fast tot! Opa! Ach, fick dich doch ins Knie, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Puh, gut, dass ich gespeichert habe. Ah, meine Fresse, Alter. Das glaubst du ja nicht, Alter. Das wird das für eine Kacke. Bin ja wirklich froh, dass ich vorher noch gespeichert habe. So, bevor wir jetzt irgendwas machen, gehe ich erstmal hier hin. Oh, ey, wir haben wieder einen neuen Platz frei. Okay, das ist sehr gut. Denn dann nehme ich das hier und pack das auf jeden Fall da rein. Und zusätzliche Punkte für Falschung drin nötig 4. Das heißt den oder noch ein paar andere. Okay. Was haben wir denn noch? Ja, ne, das ist. Puh. Nun also M. Werwolfmutter gehen plus 5 Angriffskraft. Plus 50 Vitalität. Warte mal, wie viel ist das? Ah, plus 50, okay, das ist genau das gleiche. Ah, okay. Okay, alles klar, ja. Ja, nun, dann würde ich mal sagen, wir gehen volle Kanne auf Igni. Weil wir halt das einfach brauchen. Speichern. Dann gehen wir halt gleich auf Hydro. Fackeln wir die Bude ab, Alter. So. Batz, Alter. Batz, batz. Boom, Schakalaka. Ah, verdammt, mein Schwert ist auch noch fast kaputt. Ah, gut, dass wir es vorher repariert haben. So, die Dinger nehme ich auf jeden Fall mit. Die können wir nämlich ganz gut verkaufen. Und dann. Schwertreparatursets haben wir nicht. Aber vielleicht ein Slot frei? Nein. Okay. Dann speichere ich jetzt hier nochmal. Wert. Boah, ey, du dreckige Schlammkrabbe, Alter. Oh, Junge. Ey. Fick dich doch einfach ins Knie. Kann doch nicht wahr sein. Das sind nur ein paar Ertrunkene. Nicht gut. Oh, fick dich doch, Mann. Sag mal, hast du es langsam? Ey, Alter, ich raste gleich aus. Ach, wenn. Was ist das? Dreckige Kackviech, Alter. Bitte, das sind doch nur ein paar fucking Nekrophagen-Gegner. Wir haben von größeres Vieh abgeschlachtet. Och, das ist doch nicht dein scheiß Ernst jetzt, Alter. Ich krieg gleich so einen Affen. Meine Fresse. Das ist doch nicht wahr. Das kann doch nicht sein. Mann. Also nochmal. Jetzt erstmal. Halt die Fresse. Was jetzt, du Stück Scheiße? Erstmal Knie, weil du bist mir richtig. Bitte richtig. Alter! Hey, was ist denn mit euch? Kraft euch mal! Ey,
Alter, das ist doch... Das kann doch nicht sein. Was sind das für überstarke Gegner? Was ist denn jetzt? Ich werde da gerade echt nicht schlau draus. Jetzt kraft euch doch mal, Alter. Die sind nicht stärker als andere. Oh, natürlich trifft das Drecksviech auch noch, Alter. Dann schalten wir erst euch beiden Kameraden hier aus. Alter. Was willst du mich eigentlich verarschen jetzt? So. Kackfotze. Oh, fick dich doch ins Knie. Ah, fick dich doch. Nee. Dreck. Oh, Alter. Ey, da kriegst du echt die Mücken bei so einem Dreck. So. Nochmal zum Ende hin ein bisschen Blutdruck nach oben geschossen. Dann wäre es das gewesen. Ich bedanke mich kurzzeitig bei euch fürs Zuschauen dieser Folge durch. Ich hoffe, es hat gefallen und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein, tschö mit ö und gehabt euch wohl.